So, jetzt seht ihr mich mal von vorne. Ich kann es euch leider nicht ersparen. Meine Freundin hat gemeint, ich sollte mich jetzt auch mal zeigen, dass ihr wisst, wer euch hier immer vollabert und so viel Chaos verbreitet. Also habe ich mich überreden lassen und mache das jetzt auch, ne? Ich wollte jetzt mit euch eine Chaos-Bastel-Room-Tour machen. Also ich bin noch nicht wirklich fertig mit dem Ganzen hier. Das Organisieren von Sachen, die ich schon seit 15 Jahren basteln, ansammle, bekomme ich irgendwie so gar nicht in den Griff, ne? Ich werde auch, das mache ich auf jeden Fall, ich werde Sachen, also Sticker und Perlen, also alles Mögliche werde ich aussortieren und verkaufen auch, ne? Also vor allem Sticker. Ich habe so viel, das sprengt irgendwann den Rahmen, gerade weil ich jetzt auch andere Bastelrichtungen habe. Vorher habe ich halt so viel mit Blumen und also so auf Karin Jittenmeier-Art halt gebastelt, ne? Also mittlerweile ist eher so die Richtung Tim Holz. Oder so ganz krass halt der Vintage-Stil mit Blumen auch. Also da passe halt die Sticker von der Karin passen da einfach auch nicht mehr, ne? Also ich denke, wie gesagt, ich sortiere die aus und werde da, also muss wirklich sehr viel verkaufen. Aber da sag ich euch wieder Bescheid. Und verzeiht mir bitte meine schlechte Hochdeutschsprache. Es fällt mir ziemlich schwer. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob jemand saarländische Sprache so kennt, ne? Und das ist halt schon sehr schwierig für mich, Hochdeutsch zu sprechen. Jetzt reicht es aber auch, ne? Ich werde jetzt, also mein Chaos, das ist wirklich Chaos, ne? Werde ich euch jetzt halt zeigen. Jetzt ruckelt es gleich, weil ich habe ein Tablet, mit dem ich filme. Ja, das wird schon nochmal Chaos pur, ne? Okay, dann zeige ich euch das jetzt mal, ne? Jetzt muss ich mal das Ding da umdrehen. Moment. Ich muss das jetzt mal runterholen. So. Jetzt. Wie stelle ich das jetzt um? Gar nicht mehr. Seht ihr, da fängt es ja schon an. Ich sehe das jetzt gerade nicht. Jetzt muss ich mal gerade. Ich kann das jetzt nicht mehr umdrehen. Was ist das dann? Da habe ich jetzt ein Bild von mir selber gemacht. Ja, das ist natürlich schlecht. Das will ja nicht wirklich jemand sehen, ne? Okay, dann mache ich das jetzt anders. Ich mach das so. Also da muss ich wieder hingehen. Fall ich doch. So. Oh, leck. So. Also, ja, jetzt ist das geht ja gar nicht. Also. Habe ich halt diese Kästen mit unterschiedlichen Sachen halt drin. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das da am besten mache. Auch ganz viel durcheinander. Sieht das jetzt gar nicht richtig. Oh. So, hier sind meine Papiere. Ich muss ein bisschen Abstand halten, dass man das die ganze Pracht des Ganzen auch sehen kann. Also das stört mich jetzt ein bisschen, ne, dass ich das nicht umdrehen kann. Ich drücke jetzt mal da drauf. Lässt sich nicht mehr umdrehen. So eigentlich nicht. Warte mal.